Menschen, die vom Teufel in dein Leben gesandt wurden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video wollen wir uns damit beschäftigen, wie du Menschen erkennst, die vom Teufel in dein Leben gesandt wurden oder die der Teufel benutzt, um dich in die Sündenfalle zu locken. Am Ende dieses Videos werde ich dir noch 5 Punkte mitgeben, wie du diese Menschen erkennst und identifizieren kannst und was du gegen sie tun kannst. So, schauen wir gleich mal los. Und zwar in der Bibel lesen wir im 2. Korinther Kapitel 11, Verse 13 bis 14. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Also, hier wird schon mal drauf eingegangen, es verstellen sich Menschen oder es verstellt sich auch der Satan, der sich gerne als Engel des Lichts verkleidet, um einfach die Menschen davon zu überzeugen, dass er gut sei. Ja? Der Mensch ist nicht dafür gemacht, immer nur allein zu sein. Ja? Natürlich brauchen wir irgendwann die Gesellschaft von Menschen. Wenn jetzt zum Beispiel, also ich kenne oft Leute, die sagen, ah ja, ich will gar nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Ja, man kann keinem trauen da draußen. Ich bin lieber mit meinem Hund oder was immer, mit meiner Katze. Aber irgendwann brauchst du auch mal die Gesellschaft eines Menschen. Ja? Und Gott hat dies auch in der Schöpfungsgeschichte schon erwähnt. Ja? Er hat auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen hat er ihm eine Gehilfin gemacht. Ja? Manchmal müssen wir einfach in der Nähe von anderen Menschen sein, von Familie, von Freunden oder auch vielleicht von anderen Christen, von anderen Geschwistern, wenn du wirklich zur Gemeinde gehst. Ja? Im Regelfall achten wir aber auch darauf, dass diese Beziehungen gepflegt werden und auch gut sind, denn keiner will ja irgendwo schlechte Beziehungen haben oder irgendwo zwischenmenschlich irgendwas, das nicht passt. Ja, das soll natürlich dann auch schon immer gut sein. So. Und zwar ein Zeichen, dass jemand in dein Leben vom Teufel geschickt wurde, ja, sehen wir gleich in der Bibel. Und zwar, die Bibel erzählt uns über unzuverlässige Freunde. Und was unzuverlässige Freunde bedeuten kann, werden wir uns jetzt mal im Detail anschauen. In Sprüche 18, Vers 24 steht, es gibt alle Nächste, die bringen ins Verderben und es gibt Freunde, die hangen fester als ein Bruder. Also, es gibt alle Nächste, also alle Nächste sind, sagen wir mal, zum Beispiel Familienmitglieder, ja, die dich wirklich irgendwo ins Verderben stürzen, ja, und es gibt auch Freunde, die tatsächlich, ja, besser oder fester sind, wo die Bande fester ist als bei einem leiblichen Bruder. Ja, und egal wie viele unzuverlässige Freunde du hast, na, es wird immer den einen Freund geben, der dir näher steht als ein Blutsverwandter. Und das weiß natürlich auch der Teufel und er arbeitet daran, Tag und Nacht jemanden genau in diese Position zu bekommen in deinem Leben. Und natürlich denkst du dir, ach ja, ich würde niemals so einen in mein Leben lassen, ich würde niemals so einen Menschen wirklich so nah an mich ranlassen, aber ist es wirklich so? Denn mit genau so einem Freund, ja, kann der Teufel dich kontrollieren. Und das Wichtige, was du wissen musst, der Teufel will dich nicht einfach nur töten. Das wäre zu einfach. Wenn einfach mal umzubringen, das wäre viel zu einfach. Er will dich komplett zerstören. Dein ganzes Leben von vorn bis hinten will er zerstören. Das ist das Ziel des Teufels. So, falsche Freunde oder auch unzuverlässige Freunde könnte man sie nennen. Ja? Diese Menschen kommen einfach mal in deinem Leben und sind nett. Ja? Du kennst die, die wirklich immer so, ach ja, super nett sind, wo du denkst, oh, na, auf den ersten Blick wirklich sympathisch. Ja, die hören dir zu, die erzählen dir ihre eigenen Geheimnisse, sodass du dann später auch ihnen deine Geheimnisse anvertrauen kannst. Und das Schlimme ist, die Leute sind überall, ja, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, beim Einkaufen, im Bus, in der Schule, überall, manchmal auch in der Familie. Ja. Und sie werden nicht aufhören, bis ihre Mission komplett erfüllt ist. Und leider, auch in christlichen Kirchen und Gemeinden, wirst du solche Leute einfach finden. Ja. Diese einen, die einfach christlicher sind als andere, die kameradschaftlicher sind als andere, nach außen hin einfach so einen schönen Schein haben und wo du dir im ersten Augenblick denkst, ach ja, die Person ist super, das, ja, mit der kann man super reden, die hört toll zu, ist einfühlsam. Solche Leute sind das oft. Nicht falsch verstehen, Leute da draußen, nicht jeder ist so. Ja? Nicht jeder, der euch zuhört oder wirklich nett ist, ist ein falscher Freund. Ja? Aber dadurch, dass diese Leute ganz, ganz, ganz nah in dein Leben an dich herankommen wollen,
ja, machen die das einfach so. Und im Deutschen könnten wir das mit einer Mischung zwischen Freund und Feind beschreiben, ja. Aber im Deutschen kannst du diese Wörter nicht verbinden, sondern im Englischen gibt's Friend und Enemy. Und ich glaube, das Wort Frenemies wird's für diese Leute wahrscheinlich besser treffen. Ja, das sind die Menschen, die keiner gerne in seinem Leben hat. Und du wirst ihnen die Hand schütteln und es wird eine Handvoller Dornen sein, bildhaft gesprochen. Ja. Sie werden dich umarmen und sie werden dir hinterrücks mit einem Messer einfach in den Rücken stechen. Also nicht wortwörtlich, sondern jetzt mal bildlich gesprochen. Ja. Es ist wirklich hart, solche Leute einfach mal loszuwerden, denn das Problem ist, dass sie einfach nicht so einfach enttarnt werden können. Du kannst sie nicht so leicht erkennen. Ja. Das ist nicht so offensichtlich wie zum Beispiel bei einem Karnevalsumzug. Da kommt jemand mit einem Pferdefuß und zwei Hörnern und sofort weißt du, ah, ist der Teufel. Ja, aber so wird es nicht sein. Er wird nicht ein Schild auf der Stirn tragen, wo drauf steht, ah, ich will dich einfach nur zerstören. Sondern nein, die werden eine sehr, sehr gute Tarnung haben. Sie werden wirklich alles daran setzen, dass diese Maskerade nicht auflegt. Ja? Und genauso wie sich der Teufel als Engel des Lichts verkleidet, wie wir am Anfang schon gelesen haben, genauso machen dies diese Leute. Ja? Die Wahrheit ist leider, dass jeder solche Menschen in seinem Leben hat. Und auch du. Ja, du da draußen, der jetzt gerade dieses Video sieht. Auch du hast wahrscheinlich solche Menschen in deinem Leben. Und der Satan stellt immer sicher, dass du mindestens einen dieser Menschen in deinem Leben hast. Ja? Aber jetzt, genau jetzt, ist die Zeit, diese Menschen zu enttarnen, die Maske runterzureißen und sie einfach loszuwerden. Wir müssen uns einfach mal die Augen öffnen für solche Leute. Wir müssen wirklich ein bisschen sensibler werden für solche Dinge. Und es gibt Dinge, die sie tun, an denen wir sie wirklich sehr gut erkennen werden. Und wir dürfen einfach nicht aufhören zu beten dafür, dass Gott auch uns dafür die Augen öffnet. Denn wenn Gott dir nicht die Augen öffnet für solche Dinge, wirst du es nicht erkennen. Ja? Und wie gesagt, bleib beständig im Gebet, auch bitte Gott dafür um Hilfe, um Schutz, dass du einfach auch solche Leute erkennst und dann solche Leute einfach später auch loswerden kannst. So, es ist eine Sache, diese bösen Menschen zu erkennen, aber es ist eine andere, von solchen Menschen wegzugehen. Einige dieser Leute sind einfach Teil unseres persönlichen Lebens. Die sind so integriert, dass es wirklich bedeuten würde, du müsstest dein Leben etwas ändern. Und meistens glauben wir auch, wenn wir solche Leute in unserem Leben haben, dass diese Be Freundschaft oder diese Beziehung ja für uns heilig ist. Also das ist wirklich das, was uns am wichtigsten ist. Und manchmal, wenn du wirklich von solchen Leuten weggehst, könnte es sich anfühlen, als wenn du sie, also für dich selbst, ne, könnte es sich so anfühlen, als wenn du sie verletzt oder, ja, wie soll ich sagen, wenn du dieser Person Unrecht antust. Ne, so wird es sich wahrscheinlich anfühlen. Und das ist auch genau der Grund, warum viele Menschen nicht von solchen falschen Freunden weggehen können. Von solchen Leuten, die einfach, ja, sagen wir mal, im Endeffekt nichts Gutes für dich wollen, insgeheim. Wir brauchen einfach die Kraft, ja, alle toxischen Beziehungen zu beenden. Egal, ob es jetzt wirklich deine eigene Beziehung ist mit deinem Partner da draußen, mit deiner Frau, deinem Freund, was auch immer. Ja. Oder ob es einfach eine Freundschaft ist. Egal, welche toxische Beziehung, sie sollte beendet werden, weil dann wirst du nämlich solche Leute auch los. Und manchmal brauchst du einfach nur die Kraft, wegzurennen von solchen Menschen. Du musst gar nicht so viel kämpfen, du musst einfach manchmal nur wegrennen und einfach den Kontakt zu solchen Menschen meiden. Ja, aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, an welchen Zeichen werden wir solche Menschen erkennen oder wonach soll ich genau suchen? Ja. So, es ist praktisch unmöglich, ja, dass ein Mensch, der von Gott kommt und in dein Leben geführt wird von Gott, dass er dich dazu ermutigt, Sünde zu tun. Und das erste Zeichen, woran du solche Menschen erkennen kannst, ist einfach, dass sie dich ermutigen, Sünde zu tun. Ja? Egal welche Sünde, egal wie klein diese Sünde ist. Du wirst wahrscheinlich auch diese Freunde kennen, wenn du mal insgeheim nachdenkst. Wirst du solche Freunde wahrscheinlich auch mal in deinem Leben gehabt haben oder immer noch haben? Ja? Wir wissen einfach nur, dass Gott die Sünde hasst. Und deswegen, wenn ein Mensch von Gott in dein Leben geführt wurde, dann wird er
nichts tun, absolut gar nichts, er wird dich nicht zur Sünde ermutigen. Aber solche falschen Freunde, die du dann vielleicht in deinem Leben hast, sie werden dich ermutigen, sagen wir mal, zu stehlen vielleicht. So, ach komm, ist ja nur ein Kaugummi, ist ja nur was Kleines, macht dir nichts. Und ja, sie ermutigen dich einfach, mit einer Vielzahl vielleicht auch von verschiedenen Personen zu schlafen. Womöglich, ja. Das kommt immer ganz drauf an auf die Situation. Das heißt jetzt nicht, dass es jeder tun muss. Es sind jetzt nur Beispiele, die ich hier aufführe. Unzucht zum Beispiel, Ehebruch. Die Liste der Sünden ist endlos. Wenn einer zum Beispiel sagt, okay, komm, wir gehen heute in die Disco, aha, schau mal, die Dame da drüben. Und du sagst dir, ach komm, ich bin verheiratet, das geht nicht. Und er sagt, ach komm, merkt da keiner, was in der Disco passiert, bleibt in der Disco. Ja, solche Leute sind es und sie werden dich immer wieder dazu ermutigen, Sünde zu tun. Und genau da fängt es schon an. Ja, dann hat der Teufel schon erreicht, was er wollte. Denn er will dich zur Sünde verführen, denn Sünde bringt dich weiter weg von Gott. Und diese Menschen ermutigen dich auch dazu, Drogen zu nehmen. Egal welche Art, ob es jetzt harte Drogen sind, weiche Drogen, also leichtere, ja, Mariana oder etwas anderes, ist es vollkommen egal. Denn Drogen öffnen Portale für die dämonische Welt. Ja? Sollte dir bewusst sein. Und sie werden dich auch ermutigen, über andere zu lästern. Ja? Auch lästern ist eine Sünde. Wenn du mal wirklich in die Bibel schaust, wirst du auch sehen, dass lästern eine Sünde ist. Und sie werden dich in jeder erdenklichen Art und Weise manipulieren. Ja? Es gibt leider viele, viele Christen, die hier in die Falle gehen, wegen ihrer Freunde, die dann vielleicht doch auf dem richtigen Weg sind, wirklich auch glauben und wirklich auch stark im Glauben sind, aber dann einfach in die Sündenfalle tappen wegen solcher Freunde. Und wenn du dir mal anschaust, was steht denn auf dem Spiel? Das Leben im Hier und Jetzt, das ist irgendwann vorbei, das wissen wir. Jeder ist endlich, jeder muss irgendwann sterben. Aber danach geht's doch erst richtig los, das ewige Leben. Und wegen so einem Mist, auf Deutsch gesagt, riskierst du dein ewiges Leben? Riskierst du, dass du weiter weg von Gott gebracht wirst, nur wegen einem Freund? Denk dran. Beim jüngsten Gericht stehst du alleine vor Gott und musst Rechenschaft ablegen, warum du dies oder jenes getan hast, warum du dies oder jenes nicht getan hast. Ja, du stehst nicht zusammen mit deinen Freunden, dann kannst du sagen, ach, aber der Martin, der hat mir damals gesagt. Nein, das geht nicht. Ja, du stehst alleine und du musst alleine für deine Taten Rechenschaft ablegen. Egal, ob du langweilig genannt wirst, oder egal, ob sie dich ein Freak nennen oder Jesus Freak oder was auch immer, es ist völlig egal. Es ist besser für dich, ein heiliges Leben zu führen, also heilig in Anführungsstrichen, so gut wir halt können, also ein sündenvermeidendes Leben könnte man auch sagen, als ein Leben voller unnötiger Sünde. Wir lesen in Matthäus Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die enge Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Also, ihr seht schon, da wo die Masse hinlauft, sollt ihr als gläubige Christen nicht hinlaufen. Ihr sollt genau andersherum sein. Ihr sollt das tun, was nicht jeder tut. Und die Bibel sagt uns auch ganz, ganz klar, dass die Masse einfach ins Verderben läuft. Und wenn ihr immer nur wie ein kleines Schäflein der Masse oder der Herde hinterherläuft, werdet ihr mitgerissen ins Verderben. Deswegen ist es auch wichtig, dass du von solchen Leuten, die dich wirklich zur Sünde oder zum Bösen verführen wollen, auch wenn es Freude sind, auch wenn es der Partner ist, egal was, dass du von solchen Leuten einfach Abstand hältst. Du siehst also, auf der Straße, die zum Leben führt, fahren also nicht viele Menschen. Wenn man jetzt mal das so bildlich betrachten würde wie eine Autobahn, wärst du wahrscheinlich ziemlich allein unterwegs. Oder du wirst hin und wieder mal ein Auto treffen, das auf der Straße zum Leben fährt. Aber es ist jetzt nicht der Superhighway, wo dann jeder hin will, sondern ist eher so die Landstraße wahrscheinlich, wenn man es mal so vergleicht. Ja. Es gibt Geschichten über Menschen, die bei einem Einbruchsversuch getötet wurden. Also jetzt gerade in Amerika zum Beispiel hast du so öfter, da darfst du oder da dürfen die Leute Einbrecher einfach erschießen. Bei uns in Deutschland ist das halt etwas anders. Aber du siehst, worauf ich hinaus will. Ja. Der Mensch, der Einbrecher wurde oder der ein
gebrochen hat, hat sich entschieden, ein etwas Böses zu tun. Oder seine Freunde haben gesagt, komm, wir brechen schnell ein, wir nehmen schnell was mit. Zack, 5 Minuten rein, 5 Minuten raus, wir sind gleich wieder weg, passiert nichts. Ja? Und dann wurde dieser Mensch getötet, einfach so. Nur, weil er sich einmal verführen hat lassen. Ja? Es gibt Menschen, die auch erschossen wurden, nachdem sie sich einer Gang angeschlossen haben. Weil vielleicht der Freund oder was auch immer, naja, der Partner vielleicht in so einer Gang mit drin ist. Und zack, kommt's auf einmal zum Bandenkrieg und schwupps bist du weg. Ja, das sind Wege, wie der Satan dich einfach fängt. Und wenn man solche Beispiele liest und man liest es vielleicht ein bisschen im biblischen Kontext, dann, ja, dann wird so einiges klar, warum so manche Sachen einfach auf der Welt passieren. Ja, wenn du die Hintergründe dieser Menschen ansiehst, dann sind's nicht irgendwelche Ghettobewohner oder es sind meistens Leute aus gutem Hause, ja, und du wirst dich wahrscheinlich wundern, warum diese Leute, gerade diese Leute aus gutem Hause, aus gutem Elternhaus, wahrscheinlich noch von etwas reicheren Eltern auf die schiefe Bahn geraten sind. Und die Wahrheit ist einfach nur, sie waren nicht fähig, von den Leuten, ja, die der Teufel in ihr Leben gesandt hat, Abstand zu halten und sich zu distanzieren. Das ist der einzige Grund, warum solche Leute auf die schiefe Bahn geraten oder warum solche Leute immer wieder in die Sündenfalle tappen. Ja, du kannst der beste Elternteil der Welt sein und dein Kind behüten, wie du willst. Ne? Nur ein falscher Freund im Leben deines Kindes kann die Zukunft deines Kindes zerstören. Ne? Das fängt an, wenn sie klein sind, und es endet in der Pubertät. Oder mit diesen Leuten, mit denen sie nachher in die Disco fahren. Ne? Nur ein einziger falscher Freund kann das Leben deines Kindes auch zerstören. Und genauso wichtig ist es, dass du auch keine falschen Freunde in deinem Leben hast. Ja? Der zweite Punkt, woran du solche Menschen erkennen kannst, ist einfach, sie zerstören deine Träume. Ja? Und ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, aber ich kenne solche Leute. Und ich hatte früher auch solche Leute in meinem Leben. Ich habe die dann, bin die dann von allein irgendwo losgeworden. Und ja, eigentlich erst, als ich zu Gott gefunden habe, muss ich ehrlich sein, ja, dann haben diese Leute automatisch von mir Abstand gehalten, obwohl sie nicht wussten, dass ich zu Gott gefunden habe. Wahrscheinlich hat dann, denke ich mal, Gott hier auch gewirkt. Aber ja, wir wissen vom Teufel, ja, dass er ein Traumkiller ist, der Traumkiller Nummer 1. Er will alles, was du hast, alles, was gut für dich ist oder was du möchtest, will er zerstören. Und er will ja dich komplett in Grund und Boden zerstören. Ja, weil er einfach neidisch ist auf uns, weil er weiß, was wir später im Reich, im tausendjährigen Reich mit Jesus sein werden. Und das will er nicht. Und wenn also deine Freunde deine Träume zerstören, oder sie wollen dir vielleicht diese Träume ausreden, dann musst du diese Freunde einfach loswerden. Ja. Das heißt jetzt nicht, zum Beispiel, wenn du einen Traum hast und einer sagt irgendetwas Kritisches, weil er dir vielleicht helfen will, dass das gleich ein falscher Freund ist. Also da bitte aufpassen, ne? Nicht alle über einen Kamm scheren, aber diese Leute, die du kennst, du redest vielleicht über deine Träume mit deinem Freund und er sagt, ah, immer wieder irgendwas Negatives, immer und immer und immer wieder über einen längeren Zeitraum und will dir einreden, ja, das hättest du nicht verdient. Ja, und denk an Josef aus der Bibel, ja, und seine Familie. Seine Brüder an sich waren Traumkiller. Er hat ja Träume, wirkliche Träume gehabt und sie wollten einfach seine Träume ausradieren komplett und wollten, dass diese Träume niemals wahr werden, weil in diesen Träumen hat sich ja die ganze Familie, erst die Brüder, dann auch Vater und Mutter, vor Josef verneigt. Und wie wir wissen, ist Josef dann im alten Ägypten der zweitmächtigste Mann im Reich Ägypten geworden. Ja? Und sie haben sich nachher auch verneigt vor ihm. Und eins kannst du sicher, also da kannst du wirklich sicher sein von einer Sache. Ja? Du weißt, wer diese Brüder gegen Josef gesandt hat. Der Teufel. Ja? Und der Teufel wird jeden nutzen, der sich ihm anbietet. Ja? Nicht nur deine Freunde, auch die Familie. Und egal, wer von deiner Familie. Das ist völlig egal. Ja? Und jeder hat Träume und jeder möchte berühmt werden und jeder möchte irgendwie etwas Besonderes sein. Und diese Leute wollen einfach nicht, dass das passiert. Wenn du sagst, ich möchte mein eigenes Geschäft gründen, weil ich vielleicht, was weiß ich bin Handwerker, ich kann mehr, mein Chef bezahlt mich nicht gut, ich möchte mein eigenes Geschäft gründen. Und sie werden dir einfach nur sagen, ach du mit deinem Scheiß und ach, das klappt doch nie und du bist ein Spinner und ach, komm du schon wieder. Ja. Und
Sie werden immer wieder einen Weg finden, dich unten zu halten. Sie werden immer wieder irgendeinen Grund finden, dass du nicht gut genug bist. Ja? Aber Gottes Pläne sind gut und er will, dass unsere Träume wahr werden. Er will einfach, dass wir Gutes erfahren. Ja? Aber der Teufel wird auch immer wieder einen Weg finden, diese Träume zu zerstören. Und deswegen wird er bestimmte Leute zu dir schicken, um seinen eigenen Plan zu verwirklichen. Ja? Der dritte Punkt, woran du diese Menschen erkennst, sind, sie sind einfach neidisch. Und pass auf Leute auf, ja, die in deinem Umfeld sind und die nicht happy sind, wenn du erfolgreich wirst. Wenn du irgendwelche erfolgreich vorweisen kannst, egal ob schulisch, egal in der Uni, egal im Beruf oder egal was, ja. Wenn jemand deinen Erfolg kritisiert, ja, sagt er meistens, wenn es so ein falscher Freund ist oder einer, der vom Teufel benutzt wird, wird er einfach sagen, du es nicht verdient hast. Ja? Er wird dir nicht gratulieren und wenn er dir nicht gratuliert zu deinem Erfolg und nicht happy mit dir ist, ja, dann meide solche Leute, halte Abstand von solchen Leuten. Und wenn du das mal genau betrachtest, dann wirst du feststellen, dass diese Menschen auf allen Fall verhindern wollen, dass du erfolgreich wirst. Jetzt wirst du dir denken, ja, warum denn? Ich tue doch keinem was, ich mache doch nur meine eigenen Sachen. Ja, aber der Grund ist ziemlich einfach. Und zwar, diese Leute haben Angst, dass du plötzlich höher bist in der Karriereleiter, in der Gesellschaft, egal wo. Sie haben Angst, dass du höher gestellt bist als sie selbst. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ja, es ist immer einfacher, jemanden nach unten zu ziehen, als jemanden nach oben zu ziehen. Ich weiß nicht, wenn du schon mal im Schwimmbad warst und du bist im Wasser und dein Freund ist neben dir im Wasser und will gerade rausgehen. Was brauchst du, um diesen Menschen wieder ins Wasser runterzuziehen? Ja, eigentlich brauchst du nur einen kleinen Finger. Ein kleiner Schubs und schwupps fällt er runter. Wenn du jetzt aber draußen auf dem Beckenrand stehst und dein Freund möchte raus und du willst ihm hochhelfen, ja, was brauchst du da? Minimum eine volle Hand oder vielleicht sogar zwei. Ja, je nach Schwere und Größe. Aber du siehst, es ist immer ein höherer Kraftaufwand, wenn du jemanden nach oben ziehen willst, wenn du jemanden auch vielleicht pushen willst. Das ist immer mehr Aufwand, als der, wenn du jemanden nach unten bringen willst. Und diese Leute, die neidisch sind, wollen dich nur nach unten bringen, damit sie verhindern, dass du erfolgreich bist. Und sie möchten auch, dass du unter ihnen stehst. Am besten möchten sie erfolgreich werden, aber du sollst nicht erfolgreich werden. Und es hat eigentlich nur einen Grund, und zwar, sie können dich dann besser kontrollieren. Und diese Leute findest du überall, auch in der Arbeit, in der Schule. Ja, sie kommen als Freunde, aber sie möchten einfach nur, dass du wirklich versagst. Ja. Und diese Leute dürfen einfach nicht in deinem Leben sein. Und es gibt Menschen, gegen die du auch beten sollst, denn genau solche Menschen sind es. Bete gegen solche Menschen. Frag Gott, dass er dir hilft, solche Menschen loszuwerden in deinem Leben. Und ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das klappt wirklich sehr gut. Gott wird Wege finden, dass diese Menschen nicht mehr in deinem Leben sind. Und jetzt ist einfach die Zeit, zu Gott zu beten, ja, dass er böse Freunde oder falsche Freunde offenbart, bevor diese wirklich einen großen Schaden in deinem Leben anrichten oder vielleicht sogar einen großen Schaden für dein ewiges Leben später anrichten werden. Ja. Der vierte Punkt, woran du solche Menschen erkennst, ist einfach, sie verdrehen deine Sichtweise auf Gott. Ja. Und solche Leute sind hochmanipulativ. Und wenn es jemanden gibt, der dir Schlechtes über Gott erzählt oder vom Jesus oder von der Bibel oder die Bibel schlecht macht oder sagt, dass das ein Märchenbuch ist, geh weg von solchen Menschen. Auch wenn sie schöne Worte dafür wählen, ja, aber du sollst wissen, dass du Gott mehr gehorchen musst als den Menschen. Und wenn du diesen Menschen gesagt hast, dass sie damit aufhören sollen und sie weigern sich und sie machen immer weiter, dann geh weg. Geh weg von solchen Menschen, die sind, ja, man kann es auch anders ausdrücken. Ja, sie sind nicht deine Gesellschaft wert. So, lass diese Leute links liegen, weg davon. Sie werden dir früher oder später schaden. Und was diese Leute machen ist, dass sie einfach einen Samen des Zweifels in dir einpflanzen. Du kannst noch so gläubig sein, du kannst noch so stark im Glauben sein. Jemand setzt dir etwas ins Ohr oder in den Kopf. Ein kleiner Zweifel, ein kleiner Punkt, der muss noch nicht mal wahr sein. Ja, ein kleiner Zweifel, aber Zweifel ist gefährlich, denn Zweifel
Ja, friss dich innerlich auf und du wirst irgendwann anfangen, doch daran zu zweifeln. Und obwohl du wirklich auch von Gott wirklich überzeugt bist, ja, und wirst dich wegbewegen von Gott und die Alternativen suchen und vielleicht auf solche hochdämonischen Meditationen und Chakren-Dinger gehen, was auch immer, ja, das ist gefährlich und das musst du unbedingt vermeiden. So, in Römer Kapitel 16, Verse 17 bis 18 steht drin: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Da steht schon drin, meide solcher Leute. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Du siehst, sogar die Bibel warnt vor solchen Menschen. Aber wenn du dich mal umschaust in deiner Gesellschaft, schau dich um in deinem Freundeskreis, schau dich um in deinem Bekanntenkreis, schau dich um in deiner Familie. Ja? Diese Leute sind da, definitiv. Und vielleicht wirst du jetzt denken, ach ja, ich habe den einen oder anderen Hauch in meinem Leben. Kann passieren. Aber wie gesagt, du weißt jetzt, wie du sie los wirst. Und die Bibel sagt uns einfach, dass diese Menschen schöne Worte benutzen. Sie werden alles dafür tun, um dich weg von Gott zu bewegen. Ja, sie sagen dir sogar, was Sünde ist und was nicht. Ha, schau her. Ja, sie wissen auf einmal, was Sünde ist und was nicht. Und haben wahrscheinlich noch nicht mal die Bibel gelesen, aber sie werden dich glauben lassen, dass sie recht haben. Und falls du solche Leute in deinem Leben hast, ja, dann, ich kann es immer wieder sagen, dann solltest du diese loswerden. So, der fünfte und letzte Punkt ist, andere Leute warnen dich vor diesen Menschen. Ja, Gott arbeitet in so vielen Wegen und er möchte dich beschützen und er möchte dich auf solche Menschen bewahren. Er wird dir Menschen schicken, ja, um dich herum, und diese Menschen um dich herum auch benutzen, um dich vor solchen falschen Freunden zu warnen. Und wenn du also gewarnt wirst, dass diese Leute, denen du folgst und viel Zeit mit ihnen verbringst, nicht gut für dich sind, solltest du darauf hören, definitiv. Du wirst es merken, wenn dich zum Beispiel, was ich, der Pfarrer, der Pastor, der warnt dich, deine Eltern warnen dich, deine Freunde warnen dich. Und diese Menschen sehen vielleicht, ja, dass du für, sie sehen vielleicht etwas, für das du wirklich im Moment auch blind bist und nicht sehen willst, auch nicht sehen kannst vielleicht. Aber hör drauf. Ja. Das beste Beispiel sind Ehen. Ja. Wie oft gibt es Leute, die jemanden warnen, bevor sie jemanden heiraten? Aber ja, sei nicht überrascht, wenn dein Partner, deine Ehefrau, dein Ehemann genau ein solcher Mensch ist. Und Samson, oder Simson, wie man immer sagt, hatte auch genau wegen so einer falschen Partnerin seine ganze Kraft verloren, die er hatte. Er war unwahrscheinlich stark, weil wegen einer falschen Partnerin hat er seine ganze Kraft verloren. Und der Grund, warum der Satan diese Leute sendet, ist einfach, dass ja, sie machen sich selbst verfügbar für ihn durch ihre Sünden. Und deswegen musst du sicherstellen, dass du deine Familie auf Jesus gebaut hast. Du musst sicherstellen, dass Jesus Christus dein Fundament ist. Viele Menschen haben einfach ihre Feinde geheiratet und seien wir mal ehrlich, in manchen Ehen sieht man das auch, ja. Also ich zum Beispiel aus meinem Umfeld, ich kenne Ehen, da denkt man sich, hoppala, das ist eher so ein Kriegsschauplatz. Und das ist alles eigentlich nur passiert, weil diese Menschen ja nicht auf Warnungen anderer wahrer Freunde gehört haben. Und du solltest beten, ja, dass du davor beschützt wirst, und du solltest auch deine Familie darin unterweisen, damit diese nicht vom Teufel benutzt werden können. Ja, teil mit deiner Familie auch das Evangelium, bete mit deiner Familie, lern auch deinen Kindern ja die Geschichten in der Bibel, lern deinen Kindern oder erzähl deinen Kindern auch von Jesus, vom Evangelium, lern deinen Kindern zu beten. Das ist eine gute Grundlage, denn ja, wenn dein Fundament einfach Jesus ist, ja, dann was kann dann schon schief gehen in deinem Leben? Ja? Wenn du irgendwas anderes, Weltliches als deine Grundlage, als dein Fundament nimmst, ja, es kann jederzeit weg sein. Ja, es macht Schwupps und auf einmal morgen sieht alles anders aus. Aber Jesus, ja, ist für uns gestorben, ist für uns ans Kreuz gegangen, hat sich für uns kreuzigen lassen, für unsere Sünden. Und das ist doch eigentlich die beste Grundlage, die du haben kannst. Ja? Jemand, der deine ganze Schuld auf sich genommen hat und diese ans Kreuz gehauen hat, damit du Erlösung finden kannst. Und wenn das deine Grundlage ist, ja, dann kann dich auch nichts mehr erschüttern. So, das war jetzt, ja, ich weiß, ein langes Video. Ich
euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch helfen auch diese Punkte weiter. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, teilt das Video überall, wo ihr nur könnt. Und dann würde ich sagen, Gott segne euch und wir sehen uns im nächsten Video.